dreimal gemacht. Wenn man sagt, jetzt ist der Start und dann noch 10 Jahre, das ist eine unendlich lange Zeit. Und das geht dann rucki zucki. Ja, ja. Und plötzlich sind das nur noch 2 Jahre und dann ist es nur ein paar Monate. Also das ist erstaunlich. Die große Idee war, wir fliegen zu einem Kometen, nehmen eine Probe aus dem Kometen, bringen die Probe zurück zur Erde und die wird dann im Labor untersucht. Das war ja der Traum, ist auch heute noch der Traum jedes Kometenwissenschaftlers. Das hat leider nicht so ganz geklappt und das ist ja auch sozusagen die Geburtsstunde dann von viele später gewesen, dass ja. Wir sagen, wir können keine Probe zur Erde bringen. Dafür wollen wir ein Labor zum Kometen bringen. Und wenn man ein Labor zum Kometen bringt, will man natürlich dort auch eine Probe nehmen und die untersuchen, halt auf dem Kometen. Und dafür braucht man dieses Labor, oder was dann viele wurde. Wobei man vielleicht sagen sollte, Giotto war der Flug zum Kometen Halley, wo man zum ersten Mal in die Nähe eines Kometen kam, zwar sehr schnell vorbeifuhr, mit 60 km/s, also das ist schon sehr schnell, aber wo zum ersten Mal eigentlich überhaupt festgestellt wurde, dass ein Komet einen festen Kern hatte. Das war ja Fred Whipple postuliert worden, 1950, in einem der wichtigsten Paper auf dem Gebiet, hat er gesagt, es gibt einen festen Kometenkern. Aber die Giotto-Mission hat zum ersten Mal gezeigt, dass auch einer da ist. Das war das erste Bild eines Kometenkerns überhaupt. Und das ist vor 30 Jahren passiert, das muss man sich auch vorstellen. In diesem Klima, wo also diese erste Mission kam, haben dann die Leute gesehen, oh, jetzt können wir gleich da reinsteigen, es gibt die Chance, eine große Mission zu machen. Lasst uns die Gelegenheit ergreifen und daran gehen. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde. Ja, als es nun soweit war, dass Rosetta beschlossen wurde in der ESA, war die so weit abgemagert, dass sie nur noch eine Umlaufmission um den Komet war, also nichts mehr von Sample Return, sondern nicht mal eine Landung war vorgesehen, sondern nur noch eine Umlaufbahn. Und da haben sich einfach ein paar Wissenschaftler zusammengesetzt und haben gesagt, es kann doch wohl nicht sein, dass man für 2 Milliarden zu einem Kometen fliegt und nicht landet. Und da haben wir ein Konsortium gebildet hier von Wissenschaftlern, die eigentlich kein anderes Interesse hatten, als ein Instrument auf den Kometen zu bringen und zu messen. Aber man musste auch einen Träger haben. Und diese Wissenschaftler, die eigentlich gar keine Ingenieure sind, die Raumfahrzeuge bauen, die haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, wir schlagen einen Lander als Nutzlast vor für die Rosetta-Mission. Also man muss sich vorstellen, das sind Wissenschaftler, normalerweise an der Universität, an einem Forschungsinstitut, die halt ein Instrument bauen, das dann jemand anders irgendwo hinfliegt. Und wir hatten niemand, der uns landet, der uns zwar fliegt, das hatten wir, aber niemand, der landet. Und dann mussten wir einfach sagen, also wenn du dein Instrument fliegen willst, dann musst du etwas zum Lander beitragen. Dann kannst du zum Beispiel ein Energieversorgungssystem machen oder Sender-Empfänger-Kommunikationssystem oder ein Bohrer. Und so wurde also das aufgeteilt an Leute, die eigentlich sowas noch nie gemacht hatten. Die zwar wissenschaftlich sehr gut waren, aber so Systemarbeiten, das hatten die noch nie gemacht. Und insofern war das schon verdammt mutig. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man sich das heute anguckt, wie schön das Ding da oben funktioniert, kann ich nur sagen. Ja, so im Nachhinein. Und ich meine, es gab also öfter Phasen, wo diskutiert wurde, ob es machbar ist oder ob da einige Leute wirklich nur träumen, die nicht wissen, wie man so etwas umsetzt. Aber es hat geklappt. Und ich meine, das ist also zumindest, das bleibt bestehen, dass also eine Gruppe
diesen Traum auch verwirklicht hat. Und die haben alle zusammengearbeitet, es war nicht immer einfach, aber sie sind alle zusammengehalten worden. Und ich meine, das liegt auch immer an dem Team, das liegt auch immer daran, dass also vom Institutsdirektor die Unterstützung da ist, dass das gemacht wird. Weil wenn Sie jemanden haben, dann immer sagt, ach, was könnte das kosten und das könnte ja schiefgehen und das könnte schiefgehen. Zu dem Zeitpunkt hat eigentlich niemand daran gedacht, was schiefgehen könnte. Es hat jeder daran gedacht, wir wollen das. Ja, das waren also ungefähr 20 wissenschaftliche Institute in 8 Ländern. Alle davon sehr erfahren, sehr gut und auch sehr selbstbewusst. Und die haben ihre eigenen Ressourcen eingebracht, also ihre Manpower, auch Finanzierung. Das heißt, das Management dieses Ganzen kann man eigentlich nur vergleichen mit dem Sack Flöhe hüten. Also das normale Steuerungsmittel im Management, die Finanzen, war nicht einsetzbar. Das heißt, es geht nur über Motivation. Und das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Wir hatten auch gewaltige Krisen, das sollten wir ganz ehrlich sein. Ja, das muss man, wir hatten Krisen, also ich meine, das war hier im Team, das muss man ja sehen, das DLR und das Max-Planck-Institut, was damals noch in Katrin-Burg-Lindau war, jetzt in Göttingen, die waren ja sozusagen die Führenden hier. Und was wir ja eigentlich öfter an den Tisch fallen lassen, ist ja, dass es ursprünglich ja 2 Länder gab. Ja. Das waren 2 Landeeinheiten und ich meine, es gab eine deutsche mit Partnern und es gab ein Konsortium CNES und JPL. Also Frankreich und Amerika. Und die ESA war ja damals auch sehr optimistisch, nachdem wir mal gesagt haben, wir können sowas fliegen, dass man vielleicht 2 Landeeinheiten fliegen konnte. Ja, wobei die Idee war, das ist doch sehr riskant. Und wenn man 2 hat, ist die Chance, dass eins davon funktioniert, größer. Ja, ne? Vor allem, weil sie verschiedene Konzepte haben. Es ging ums Geld, es ging um die Charaktere, die zusammenarbeiten. Und es musste zusammenkommen. Also da, wie gesagt, wurde da krachte das manchmal. Dann kam natürlich noch dazu, und das sollten wir auch nicht vergessen, dass... Und Bernd hat es ja schön gesagt, es wurde als Instrument vorgeschlagen. Ja. Und dann gibt es ja das ESA-Management, was also auch gewisse Ansprüche hat. Und das ESA-Management war zum Teil auch nicht immer so der Überzeugung, dass so ein tolles Team von Wissenschaftlern, dass die so ein Länder bauen können. Wir kamen auch in die Situation, dass wir sowohl bei den Finanzen als auch beim Zeitplan, als auch bei der Technik eigentlich überall an die Grenzen stießen. Und ich erinnere mich die Sitzung in Ringberg damals, sagen, das war 2000, ne? Das war 2000 noch. Ja, ja. Da kam die ESA also auf uns zu und sagte, Leute, so geht das nicht. Entweder wir streichen das Ganze oder ihr lasst uns das übernehmen. Und das war eine Wahl, die für uns nicht so ganz dem entsprach, was wir uns vorstellten. Und wir haben damals eigentlich das gesamte Management umgestellt. Wir haben große Hilfe von der ESA gekriegt. Das war also wirklich toll. Die haben ein paar wirklich exzellente Leute uns beigestellt, ein bisschen Finanzen noch reingeschoben und so. Und da sind wir dann über den Berg gekommen. Also da war es wirklich so, dass wir kurz davor standen, dass das Ganze auf der Kippe und dann ganz hinten runterfällt. Aber da sind wir gerade noch drüber gekommen. Sehr kleine Objekte, die durch ihre Größe halt keine inneren Kräfte erzeugt werden, die sind einfach zu klein. Und darum ist es ungestörte, fast ungestörte Materie aus der Zeit, als die Planeten entstanden sind, also aus dem präsolaren Nebel. Und das ist eigentlich das große Ziel. Wir wollen also den Zustand im präsolaren Nebel, das Material, aus dem sich die Planeten und die Sonne entwickelt haben, das wollen wir studieren. Vor 4,5 Milliarden Jahren. Das war vor 4,5 Milliarden Jahren. Und die Kometen sind eigentlich für uns der einzige Zugang zu diesem Material. Und wenn wir da sozusagen diese Erkenntnisse haben und wenn wir einen Kometen untersuchen, erhalten wir natürlich Informationen über die Elementhäufigkeit. Aber auch wenn man aus der Struktur des Materials, können wir dann auch Schlüsse ziehen über die Temperatur, die dort geherrscht hat. Und das hilft uns so ein bisschen zu verstehen, wie dieser präsolare Nebel ausgesehen hat. Und das ist eigentlich eine der großen Fragen, die wir beantworten sollen. Wie ist das Planetensystem entstanden? Und da gab es in der frühen Entstehungsgeschichte der Erde so vor 3,8 Milliarden Jahren
einen ziemlichen Kometenhagel auf die Erde. Man nennt das das frühe Bombardment. Und in dieser Zeit ist erstens sehr viel von dem Wasser, das wir heute auf der Erde haben, hier runtergekommen durch Kometen. Aber auch Material aus diesem frühen präsolaren Nebel, diese Staubkörnchen, die auch organische Moleküle im Weltall aufgebaut haben und die zur Erde kamen. Und das können die Grundbausteine des Lebens durchaus gebildet haben. Und man kann wahrscheinlich mit den Ergebnissen, die wir jetzt kriegen, unterscheiden, ist das frühe Leben entstanden aus Bausteinen, die aus dem Weltraum auf die Erde kamen, oder ist es nach dem Miller-Urey-Prozess auf der Erde mit Blitz und Donner so in der frühen Erdatmosphäre entstanden? Solche Entscheidungen kann man da treffen. Das finde ich schon also doch recht signifikant. Das wichtigste Instrument allerdings, und das ist sozusagen, das hoffen wir, dass die Messungen wunderbar funktionieren, ist natürlich wieder bei Philae dabei, das COSAC-Instrument, ja. Was also im Philae drin sitzt, und wenn auf dem Kometen dann die Proben gerade aus der Oberfläche herausgenommen, unter der Oberfläche genommen werden, werden die dann aufgeheizt, und dann ist also ein sehr genaues Massenspektrometer sitzt dann dran, und da kann man also auch sehr genau untersuchen, welche Materialien sind in diesem Eis und welche Materialien sind im Staub. Und da ist ja dann die große Hoffnung, wenn die also einige Messungen machen kann, dass wir diese Aminosäuren finden werden, die wohl sicher im Kometen zu finden sind. Wenn wir die Aminosäuren dort finden, können wir wieder sozusagen den nächsten Schritt machen. Welche Aminosäuren finden wir? Das sind ja dann die Bausteine des Lebens. Und was könnte von den Kometen gekommen sein? Das geht wirklich über rein Interesse der Wissenschaftler hinaus. Ich glaube, das ist fast sogar eine kulturelle Frage, die da mit beantwortet werden kann. Und das ist schon signifikant für eine Weltraummission dieser Art. Das läuft also jetzt über 25 Jahre. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind also Generationen von Doktoranden, die da dran arbeiten. Und wenn wir jetzt hier so rumlaufen und sehen hier die jungen Leute, die das jetzt übernommen haben, das ist schon toll. Und gerade wenn Sie über Kosten reden, kein Pfennig davon wird im Weltraum ausgegeben, sondern nur hier auf der Erde in exzellenten jungen Leuten und wirklich Top-Technologie. Ja, also das war wirklich eine schlimme Zeit. Wir haben da immer gehofft, dass irgendjemand doch noch das Flugmanifest unterzeichnet und den Flug freigibt rechtzeitig. Aber dann wird die Zeit immer kürzer bis zum Ende des Startfensters, und Kometen warten nicht. Wir hatten ja damals den Virtanen noch, einen anderen Kometen. Und als es dann zuging und wir feststellen mussten, jetzt müssen wir unseren neuen Kometen suchen, das war ja ein Riesenaufwand. Das war ein Riesenaufwand. Und es war eigentlich abzusehen, dass also innerhalb von ein paar Wochen da kein Go-Ahead kommen würde. Und wir haben dann im Grunde gleich geguckt, wo ist unsere Liste, was können wir machen. Und das war schon eine Riesenaufgabe, weil Komet Virtan war ein ziemlich kleiner Komet. Der war nur einen Kilometer im Durchmesser. Das nächste Target, was kommen könnte, war schon klar, dass es Churyumov-Gerasimenko war, sehr viel größer. Und die großen Auswirkungen waren eigentlich nicht für unseren Orbiter, sondern war für den Länder. Ja, weil der war gebaut für so einen kleinen Kometen, wenn er runterfällt mit der Anziehung. Und dann ging es also darum, dass jetzt ein größerer Komet musste erst geguckt werden, wie sieht es mit dem Länder aus. Die Bahndynamik hat auch gezeigt, es dauert ein bisschen länger dahin zu kommen, also 2 Jahre länger eigentlich. Ja, wir haben ein Jahr verloren durch den späteren Start. Und dann noch einmal um die Sonne rum. Also ich habe nicht dran gedacht, dass das jetzt aus meiner Pensionszeit rausfällt, die Mission. Die andere hätte gerade gut gepasst. Wir konnten an der Hardware ja nichts mehr ändern, obwohl der neue Komet viermal größer war als der alte und wir uns natürlich ganz auf den kleineren eingestellt hatten. An der Hardware war nichts mehr zu ändern. Das Ding blieb auf der Rakete drauf im Rheinraum. Im Rheinraum, also wir konnten nichts mehr testen, nichts mehr. Das war so. War kein Zugang mehr. Ja. Das Einzige, was wir machen konnten, war Software. Und Gott sei Dank, muss man sagen, war das Ding von vornherein so konzipiert, dass wir mit der Software doch sehr viel noch erreichen konnten. Also das war die Idee war schon von vornherein gewesen, weil wir ja wussten, dass so eine lange Flugzeit ist, dass man
das Ding baut und die ganze Flexibilität in die Software reinsteckt. Und da wir dieses Konzept direkt von Anfang an da reingesteckt haben, konnten wir jetzt davon profitieren, dass wir also sozusagen einige Anpassungen noch machen konnten. Wir wissen, wir können das Ding absetzen. Was dann passiert, wissen wir nicht genau. Aber wir müssen das Vertrauen haben, das funktioniert. Wenn man das nicht hat, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja, dann schlafen sie nicht mehr. Und dann macht man viel größere Fehler, wenn man also immer die Angst hat, dass es schief gehen könnte. Die wissenschaftlichen Missionen, gerade diese Planetenmissionen, sind ja für die Ariane keine Routine. Die Ariane ist ja gebaut, um geostationäre Satelliten in den Weltraum zu bekommen. Und dann kommt jetzt also so eine Mission wie Rosetta, die auf eine interplanetare Bahn muss, auch noch zum genauen Zeitpunkt eingeschossen. Und da waren also, was viele vergessen haben, ganz große Anforderungen an der Ariane 5 auch da, weil erstens musste die einmal um die Erde herumfliegen. Das heißt, wir mussten viel mehr Batterien mitnehmen, als sie normalerweise hatte. Das waren fast 2,5 Stunden, dass sie so eine Bahn hatte, damit wir also genau den Punkt erreichten, wo man Rosetta auf die interplanetare Bahn einschießen musste. Und das war also, Ariane 5 war eigentlich dafür gar nicht gebaut. Das war eine spezielle Mission. Also da bleibt alles spannend und da kann man gar nicht ans Scheitern denken, sondern man weiß, wir wollen starten jetzt. Und da muss alles fertig sein und dann arbeitet man dann darauf hin. Das ist eigentlich weniger eine Landung. Man stellt sich das immer so vor, die Gefahr ist, dass das Ding zusammenbricht, wenn man aufprallt. Aber das Ding kommt so mit dieser Geschwindigkeit an. Und das Wichtige ist die Fluchtgeschwindigkeit, also mit der die Geschwindigkeit, die man braucht, um von dem Körper ganz wegzukommen, ins Universum zu verschwinden, die ist in der Größenordnung von 10 cm pro Sekunde. Das ist so. Das heißt, das Wichtige ist nicht das weiche Landen, das Wichtige ist, das dort zu bleiben. Und deswegen ist das von vornherein so konzipiert gewesen, dass sobald wir Kontakt mit der Oberfläche haben, wird eine Harpune abgeschossen, die in den Kometen reingeht und mit dem der sich regelrecht festzurren kann an der Oberfläche. Und auch hier wieder zwei zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, falls da was schief geht, dass in allen drei Füßen beim Auftreten so Eisschrauben in den Boden gedreht werden und oben noch eine kleine Düse drauf sitzt, die dann runterdrückt, damit das Ding nicht abprallen kann. Also wirklich abgesichert in mehrfacher Form, weil das für uns wirklich die kritischste Angelegenheit überhaupt ist, wenn das Ding runterkommt und einfach abprallt und dann weg ist. Und dann kann man es nie mehr einfangen. Das wäre tödlich. Also im Moment haben wir 5 potenzielle Landeplätze ausgesucht. Ende dieser Woche werden wir den primären und den Backup-Landeplatz bestimmen, allerdings mit Informationen, die wir eigentlich in ein paar Wochen sehr viel besser kriegen und wo wir die Entscheidung sehr viel besser treffen könnten. Aber die Entscheidung muss jetzt getroffen werden. Wir haben eine Landeellipse in der Größenordnung von 300 mal 500 Meter. Also wir können sowieso nicht sagen, das kommt genau an diesem Punkt drunter, sondern das ist eine ziemlich große Fläche und dass wir da jetzt zufällig eine schöne flache Stelle finden, ohne zu große Steigung im Gelände drin und so. Das ist nicht einfach. Also das wird nach wie vor bis zum Schluss das größte Risiko bleiben. Wir kennen dann zwar die Landestelle immer besser, aber wir kennen auch die Gefahren der Landestelle immer besser und wir können nicht genau sagen, wo das Ding runterkommt. Ja. Also dieses Risiko bleibt bis zum letzten Moment. Das wird jetzt praktisch erstmal von Woche zu Woche und dann von Tag zu Tag wird das immer spannender. Und die Spannung bleibt, bis wir das erste Signal von Philae auf der Kometenoberfläche haben. Dann erst können wir sagen. Also ich glaube, es wird mehr als so. Also man sieht ja immer den Jubel, was passiert. Also wir haben das nach einem Wiederaufwecken, haben wir den großen Jubel gehabt. Aber ich glaube, diesmal wird einem Leuten
größere Steine vom Herzen fallen. Und da werden wir also eine ganze Wagenladung. Vorher also sehr blass aussehen und hinterher hoffentlich nicht mehr so blass. Da wird sich schon einiges an Spannung entladen an diesem Zeitpunkt. Und es ist ja so, im Vergleich zu anderen Weltraumprojekten, die wir hatten, und auch dieses Landen wird ja eine ziemliche Periode sein. Also vom Aussetzen, bis wir auf die Kometenoberfläche kommen, ist es ja wahrscheinlich sind es 2 Stunden. Ne? So dieser Abstieg und zwei Stunden da auszuhalten mit der Spannung, wenn es mal ausgesetzt ist. Man kann ja vorher sowieso nichts mehr machen, aber die 2 Stunden werden schon spannend sein. Und das sollte man unbedingt sagen, egal was mit dem Lander passiert, die Mission Rosetta, können wir jetzt schon sagen, ist ein voller Erfolg. Was da an wissenschaftlichen Daten runterkommt, alle Instrumente funktionieren. Wir haben die Bahn, wir haben den Kometen erreicht, wir kommen immer näher ran. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn zusätzlich noch das mit dem Lander klappt, dann, das ist wirklich das Sahnehäubchen noch oben drauf. Aber alle Instrumente von der Rosetta, vom Orbiter, alle funktionieren, das ist also wunderbar. Sind alle da, da kommen die Daten rein und die Wissenschaftler sind also begeistert und da wird auch sehr, sehr viel Futter für die Wissenschaftler kommen für Jahre hinaus. Und die Erkenntnisse, die daraus kommen, die sind, das wissen wir also jetzt schon, da können wir ganz sicher sein, da kann nichts mehr schiefgehen. Ja. Also insofern kann man sagen, eines ist schon geschafft. Ja, schön, dass sich jemand sagt, der nicht so eng mit der ESA verbandelt ist wie ich. Ich habe ja viele Weltraumexperimente gemacht, hier am Institut, auf der Raumstation und auf Raketen und verschiedenen Trägern. Aber sowas Massives wie Philae und Rosetta ist für mich zumindest absolut das Größte. Und das ist auch etwas, was ich mit viel, viel Herzblut und viel Einsatz gemacht habe. Und ich kann nur sagen, lass uns hoffen, dass das Ding jetzt auch wirklich das bringt, was wir uns davon erhofft haben. Aber Rosetta ist natürlich die zentrale Mission gewesen und da, für die ich auch am meisten gearbeitet habe. Und für mich ist also, wie gesagt, diese Gesamterfahrung Rosetta, sowas wirklich von Anfang an durchzuziehen bis zum Ende jetzt, das ist doch schon eine tolle Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die will man gar nicht mehr vergessen. Und das ist also auch einzigartig, wenn man also in so einer Position als Projektwissenschaftler dieses Ganze begleiten darf. Das kann man sich nicht selbst raussuchen. Man muss da also auch sozusagen die Schläge, die man manchmal kriegt, die muss man da auch entgegennehmen. Aber das ist auch ganz gut, dass man also in dieser Interaktion gemeinsam etwas schafft. Und es hat sich zumindest bis jetzt gezeigt, dass das Ganze funktioniert. Also es hat sich schon gelohnt. Du bist sicher in ESOC? In ESOC sein, ja. Während ich werde hier sein bei den Leuten, die wirklich am Lander arbeiten. Das ist mein Platz, da gehöre ich hin. Da sind meine Leute. Ja, ja. Und wir haben das auch ganz bewusst getrennt gehalten. Es ist nicht so, dass wir die nicht bei der ESA haben wollen, sondern die sollen in Ruhe arbeiten, weil die haben die große Aufgabe im Tag. Also ich hoffe, dass ich zum gewissen Zeitpunkt ihm per Fernsehen oder sonst was zuprosten kann mit einem Glas Champagner, strahlend. Ich wünsche mir für die ganzen dass hier klappt, Leute hier ein frisches, gutes Signal von der Oberfläche eines Kometen namens Churyumov-Gerasimenko.